Schönen guten Tag. 48 alt? Ich bin 48 Jahre alt, ja. Ja, und aus Dortmund. Ja. Wie lange hat der Fuß Schmerzen? 3, 4 Jahre? 2 bis 3 Jahre, 2 Jahre davon stärker. Stärker. Mhm. Und was hast du gemacht, ein bisschen Therapie? Ich bin eigentlich nur hierher gekommen, weil der Orthopäde hat gesagt, wenn, dann kann man nur operieren. Natürlich. Und das wollte ich nicht. Ja. Ich wollte keine Operation. Nur eine Operation, ne? Was wollte er operieren? Er wollte die Hammerzehen begradigen und den Mittelfuß, das Fußgewölbe aufbauen. Ja, wieder neu. Den Knochen abschneiden. Boah, genau. Ja. So, jetzt gucken wir mal das Bild. So, Pankura, Zunkura, Holkarikia. Was ist normal? Mugatan. Die kleine Schuh hat er so gedrückt. Darum hier die Hammerzehe. Hier auch. So gedrückt. Kleine Schuh. Und der hatte keine Kraft. Darum, der konnte nicht abrollen. Darum, Oktie. Darum drückt das immer hier Bodenkontakt länger. Weil der kann nicht abrollen. So nicht abrollen. Darum hatte ich jetzt 2 Jahre stark Schmerzen. Aber jetzt die Kraft mehr gekommen, dann wie viel Prozent Schmerzen geschwunden jetzt? 90% würde ich sagen. Ja, 4. Behandlung, ne? Ja, ja, richtig. Weil Zehbeugung, Kraft testen, ich bin selber auch da. Dass die Kraft viel stabilisiert. Egal welche Methode, nochmal testen. Das haben wir dort selber. Die Kraft wieder kommt, dann kommt hier keine Schmerzen mehr. Mhm. Weil der kann Boden drücken, darum die Bodenkontakt ist kürzer. Vorher der kann nicht Boden drücken, darum hier Bodenkontakt länger, darum die alle Gelenke Kontaktschmerzen. Mhm. Vier Behandlung war geschwunden, ne? Ja. Aber solche Sachen, alle kleinen Menschen ein bisschen unterschiedliche Ursache. Darum muss man eher wissen, diese Videopillen nochmal deutlich wiederholt werden. Weil jeder Patient genau selber Schmerzen unterschiedliche Ursache ist. Der Ursache ist, kleine Schwarte das gedrückt. Hammerzehen. Mhm. Schön gerade machen, Probleme zu lernen. Gerade Papier, Parkour. Das geht nicht, ne? Parkour ist kubrosoid. Die Gelenke kann nicht gerade, da der steif drin hier, siehst du? Weil der Boden nicht gedrückt hat. Ja. Jetzt die Pillung, große Schuh? Ich hatte vorher Schuhgröße 42,5, 43, jetzt 46. Das ist 4 Lumbogröße, ne? Ja. Ja. Da war jetzt 4 Lumbogröße her, der kann jetzt wieder frei bewegen. Mhm. Dadurch die Muskel wieder trainieren. Das war Hauptursache. Aber das schön, dass sie nicht operiert und keine Cortison gespritzt. Viele Leute machen Cortison, Spritzen und so weiter, das kann man nicht helfen. Mhm. Der Nerven ist versäumt, Nervenleitung, die Geschwindigkeit langsam geworden durch Cortison Spritzen. Ja. Die Leute kann man nicht natürlich unmöglich werden. Wenn sie gehen, die Zehabrolle ist unbewusst automatisch. Dann kommt ich hier, feste, das Überbein. Ne? Wenn immer weiter kommt, dann wird es kleiner, dann nennt man Überbein hier, mhm, die Beide. Ja. Ja? Weil jetzt so ist, darum dick, aber wenn jetzt, dann werden die presst das. Aber die Ursache, Schuhänderung, dadurch nur gehen, laufen, ja, dann halt ich selber. Aber du hast die Form ist sehr lange, ist fast 90% besser, 100% trotzdem, so nachher 3 Monate einmal immer ein bisschen kontrollieren. Okay. Das ist besser. Mhm. Sicherheit. Ja. Und nie wieder alte Schuhe, dann kommt krank wieder. Habe ich weggeschmissen. Ja? Ja. Nein, nicht wegschmeißen, an dem Band, dekorativ.
Nein. Danke, danke. Ich danke dir.